Toyota ist bekannt für sein Engagement bei der Entwicklung zuverlässiger, effizienter und innovativer Funktionen, die seine Kunden begeistern. Das japanische Unternehmen kann auf eine lange Geschichte bahnbrechender Fortschritte in der Fahrzeugindustrie zurückblicken, insbesondere bei der Entwicklung alternativer Antriebsmethoden für Fahrzeuge. Jetzt hat Toyota einen bedeutenden Durchbruch erzielt, der den Markt für Elektrofahrzeuge möglicherweise revolutionieren könnte. Das Unternehmen hat im Stillen eine neue Technologie entwickelt, die die Wahrnehmung von Elektrofahrzeugen neu definieren könnte. Worum handelt es sich bei dieser neuen Erfindung und wie wird sie sich auf die Elektrofahrzeugbranche auswirken? Ein Ammoniakmotor ist eine Art von Motor, der Ammoniak als Kraftstoff verwendet. Ammoniak besteht aus einem Stickstoffatom und drei Wasserstoffatomen. Das Besondere an Ammoniak ist, dass es keine Kohlenstoffatome enthält, was bedeutet, dass es im Gegensatz zu herkömmlichen Öl- oder Gaskraftstoffen bei der Verbrennung kein Kohlendioxid freisetzt. Dies macht Ammoniakmotoren zu einer potenziellen Lösung für die Verringerung der Umweltverschmutzung in der Zukunft. Die GAC Group, ein staatlicher chinesischer Hersteller, an dem die Toyota Motor Corporation einen großen Anteil hält, hat mit der Entwicklung des weltweit ersten mit Ammoniak betriebenen Motors einen bedeutenden Durchbruch im Pkw-Sektor erzielt. Es gibt verschiedene Methoden, um den effizienten Betrieb von Ammoniakmotoren zu gewährleisten. Bei der ersten Methode wird Ammoniak in seine beiden Bestandteile, Wasserstoff und Stickstoff, aufgespalten. Der Wasserstoff wird dann in einer Brennstiftzelle zur Stromerzeugung genutzt. Ein ausländisches Start-up-Unternehmen hat diesen Ansatz mit einem John Deere-Traktor demonstriert und behauptet, dies sei der weltweit erste mit Ammoniak betriebene Traktor mit null Emissionen. Eine andere Methode zur Nutzung von Ammoniak in Motoren ist die Verbrennung in Kombination mit anderen Kraftstoffen wie Diesel, Gas oder Wasserstoff. Dieses Gemisch erleichtert die Zündung und erhält die Verbrennung aufrecht. MAN Energy Solutions hat diesen Ansatz bei der Entwicklung eines Zweitaktmotors mit grünem Ammoniak für Schiffsanwendungen gewählt. Bei der dritten Methode wird Ammoniak als primäre Kraftstoffquelle verwendet. Diese Methode erfordert fortschrittliche Technologien wie die Funkenzündung, die Kompressionszündung oder die homogene Ladungszündung. Diese Technologien verbessern die Leistung und Effizienz von Ammoniakmotoren, indem sie den Verbrennungszeitpunkt und den Druck regulieren. Ammoniakmotoren stellen eine spannende Innovation dar, die die Elektrofahrzeugindustrie revolutionieren könnte. Sie bieten eine saubere, erschwingliche und nachhaltige Alternative für den Antrieb von Fahrzeugen, die die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und die Treibhausgasemissionen, die zur globalen Erwärmung beitragen, verringern. Im Grunde genommen haben Ammoniakmotoren das Potenzial, die Elektrofahrzeugbranche grundlegend zu verändern. GAC behauptet, dass sein beeindruckender 2,0-Liter-Vierzylindermotor in der Lage ist, 161 PS zu leisten und gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen um 90% zu reduzieren. Laut Autocar erklärte das Unternehmen bei einer Technologiepräsentation, dass es bei der Entwicklung auf mehrere Herausforderungen gestoßen sei, darunter ein erhöhter Verbrennungsdruck und übermäßige Stickstoffemissionen. Obwohl Ammoniak in erster Linie als Düngemittel verwendet wird und hochgiftig ist, ist es aufgrund seiner Entflammbarkeit ein vielversprechender Kandidat für den zukünftigen Transportbedarf. Mit 3,6 Kilowattstunden pro Liter ist es etwa halb so energieintensiv wie Benzin. Ammoniak wird von verschiedenen Organisationen als kohlenstoffarmer Kraftstoff erforscht, doch gibt es noch einige Herausforderungen zu bewältigen. Erstens ist es schwieriger zu entzünden als herkömmliche fossile Brennstoffe und verbrennt langsamer. Ammoniak, eine Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff, kann aus erneuerbaren Quellen wie Sonnen, Wind oder Wasserkraft gewonnen werden. Mit seiner hohen Energiedichte und ohne Kohlendioxidemissionen bei der Verbrennung ist es eine vielversprechende kohlenstoffarme Alternative zu fossilen Brennstoffen. Bisher war es jedoch schwierig, Ammoniak im Vergleich zu fossilen Brennstoffen zu entzünden, da die Flammentemperaturen höher und die Zündenergie geringer sind. Diese Einschränkung hat den Einsatz von Ammoniak als alternative Energiequelle behindert, insbesondere in Branchen wie der Automobilindustrie, die eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit verlangen. Dennoch haben die Ingenieure diese Herausforderung erfolgreich gemeistert, indem sie ein neues Verbrennungssystem entwickelt haben, das Ammoniak schnell und effizient zünden und verbrennen kann.
Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Funkenzündung, Direktentspritzung und Abgasrückführung haben sie den Verbrennungsprozess verbessert und die Emissionen reduziert. Dieser Durchbruch birgt das Potenzial, die effektive Nutzung von Ammoniak in der Pkw-Industrie zu erleichtern und so die Treibhausgasemissionen zu senken und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Ki Hongzheng, ein Ingenieur des GAC-Zentrums, erklärte der Öffentlichkeit: Wir haben das Problem der langsamen Verbrennungsgeschwindigkeit von Ammoniak erfolgreich gelöst und damit sein Potenzial als Kraftstoff für die Pkw-Industrie erschlossen. Wir sind begeistert von den gesellschaftlichen und kommerziellen Anwendungen. Er führte aus, dass Ammoniak je nach den spezifischen Bedürfnissen und Präferenzen der Kunden als Kraftstoff in Verbrennungsmotoren, Brennstoffzellen oder Hybridsystemen eingesetzt werden könnte. Außerdem könne Ammoniak im Gegensatz zu Wasserstoff, für den ein hoher Druck oder eine niedrige Temperatur erforderlich ist, mit der vorhandenen Infrastruktur bequem gelagert und transportiert werden. Toyota kombiniert in seinem breit gefächerten Ansatz für einen emissionsfreien Transport alternative Kraftstoffe mit herkömmlichen Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen erforscht Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge wie den Mirai und wasserstoffbetriebene Verbrennungsmotoren. Dieses Interesse wird durch die Teilnahme an verschiedenen Motorsportveranstaltungen unterstrichen, bei denen diese Technologie getestet und bewertet wird. Toyotas vorausschauende Strategie und die Investition in GAC deuten darauf hin, dass sich ammoniakbetriebene Motoren auf Märkten wie China durchsetzen könnten, wobei eine Ausweitung auf andere Regionen möglich ist, sobald die Technologie Fortschritte macht. Die kontinuierlichen Fortschritte in der Ammoniak-Motorentechnologie in Verbindung mit dem strategischen Engagement großer Unternehmen wie Toyota deuten auf eine Zukunft hin, in der sauberere und nachhaltigere Transportmöglichkeiten Realität werden können. In China, dem weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge, ist die Nachfrage nach traditionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor nach wie vor groß. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass die chinesische Regierung ein Verkaufsverbot für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in Erwägung zieht, das die Politik Kaliforniens widerspiegelt. Dieser potenzielle Wandel könnte eine große Chance für ammoniakbetriebene Fahrzeuge darstellen, da sie eine kohlenstoffarme und kostengünstige Lösung bieten, die auf den chinesischen Markt zugeschnitten ist. Solche Fahrzeuge könnten auch die Abhängigkeit von Ölimporten verringern und die Luftverschmutzung in China reduzieren. Alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff, Ammoniak und synthetische Kraftstoffe haben das Potenzial, dem Verbrennungsmotorensektor neuen Schwung zu verleihen. Diese innovativen Kraftstoffoptionen könnten letztlich wirtschaftlich rentabler sein als reine Elektrofahrzeuge und ein breiteres Spektrum von Verbrauchern ansprechen, während sie gleichzeitig den Bedenken hinsichtlich Komfort und Umweltverträglichkeit Rechnung tragen. Toyota hat eine starke Position auf dem chinesischen Markt und hat sogar Elektrofahrzeuge speziell für diese Region entwickelt. Der strategische Ansatz des Unternehmens ist jedoch darauf ausgerichtet, den unterschiedlichen Verbraucherpräferenzen gerecht zu werden. Toyotas Erforschung von Technologien wie dem ammoniakbetriebenen Motor entspricht dieser übergeordneten Strategie. Es wird spannend zu beobachten sein, ob diese Technologie bis zur Marktreife vorankommt und, falls ja, ob sie auf globaler Ebene eingeführt wird. Vor dem Hintergrund der sich entwickelnden chinesischen Automobillandschaft stellt die potenzielle Integration von Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen, einschließlich solcher, die Ammoniak verwenden, eine spannende Dimension des laufenden Übergangs zu nachhaltigeren Transportoptionen dar. Die Entwicklung des Ammoniakmotors durch GAC und Toyota ist zwar höchst beeindruckend, aber es ist bemerkenswert, dass sie nicht die ersten Unternehmen waren, die sich vor fast einem Jahrzehnt in diesem Bereich vorgewagt haben. Das Korea Energy Research Institute hat mit der Produktion eines Fahrzeugs namens Amphae einen bedeutenden Fortschritt erzielt. Dieses innovative Fahrzeug wird mit einem Gemisch aus 70% Ammoniak und 30% Benzin betrieben, was zu einer beachtlichen Verringerung der Kohlenstoffemissionen um 70% führt. Ziel des Amphae-Projekts war es, die Machbarkeit eines vollständig mit Ammoniak betriebenen Motors zu untersuchen und das Potenzial dieser Technologie zu demonstrieren. Dies deutet auf die Verwendung einer anderen Kraftstoffquelle bei der Konstruktion des Motors hin. Dieser pragmatische Ansatz trägt den Eigenschaften von Ammoniak Rechnung, zum Beispiel der relativ langsamen Flammenausbreitung, die für Motoren, die bei hohen Geschwindigkeiten oder niedrigen Lasten betrieben werden, ein Problem darstellen kann. Durch die Beimischung von Ammoniak zu einem anderen Kraftstoff überwindet der GAC-Motor diese Hindernisse effektiv und liefert eine gleichmäßigere und vielseitigere Leistung unter verschiedenen Fahrbedingungen. Zahlreiche Projekte haben mit Ammoniak betriebene Motoren aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht,
wobei alle die laufenden Bemühungen betonen, das Potenzial von Ammoniak als saubere und nachhaltige Kraftstoffquelle für Verbrennungsmotoren zu nutzen. Es wird erwartet, dass weitere Innovationen und Optimierungen zur Erreichung umweltfreundlicher Transportziele beitragen werden. Ammoniakmotoren sind eine vielversprechende, kohlenstoffarme und kostengünstige Alternative zu fossilen Brennstoffen, die die Abhängigkeit von Ölimporten verringern und die Luftverschmutzung in China und darüber hinaus reduzieren können. Was denken Sie über dieses Thema? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit.